Rebellen in Aleppo. Im syrischen Krieg liefern sich Scharfschützen des Assad-Regimes und der Rebellen einen erbitterten Kampf. Am Wochenende sollen Assads Truppen nach Aussage von Aktivisten über 80 Menschen nahe Damaskus hingerichtet haben. In einigen Berichten war sogar von mehr als 250 Opfern die Rede, die meist aus kürzester Entfernung erschossen worden seien. Die EU-Außenminister kommen heute in Luxemburg zusammen, um unter anderem über das EU-Waffenembargo gegen Syrien zu beraten, das Ende Mai ausläuft. Vor allem Großbritannien und Frankreich fordern die Unterstützung der syrischen Opposition mit Waffen. Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat hingegen Bedenken gegen Waffenlieferungen an die Rebellen in Syrien geäußert. Zu groß sei die Gefahr, dass Waffen in die Hände von Terroristen gerieten. Am Wochenende erklärte der FDP-Politiker, dass die Bundesregierung auf der Syrien-Konferenz in Istanbul zugesagt habe, ihre finanziellen Mittel für die syrische Opposition um 15 Millionen Euro auf 145 Millionen Euro aufzustocken.